Herzlich willkommen zur Vorstellung des Tools ODM Data Analysis, dem Tool zur einfachen Analyse von ODM-Dateien des Instituts für Medizinische Informatik in Münster. Das Tool finden Sie unter odmanalysis.uni-münster.de. Hier befinden wir uns auf der Startseite. Auf der linken Seite können Sie die Datei, die Sie analysieren möchten, hochladen. Sollten Sie eine Testdatei benötigen, um das Tool auszuprobieren, können Sie hier auf der rechten Seite eine Test-ODM-Datei herunterladen, die Sie dann anschließend wieder hochladen können. Oberhalb des Upload-Feldes können Sie einstellen, was genau berechnet werden soll, entweder Statistiken, die Completeness der ODM-Datei oder ob Sie später auch einen PDF-Export der Analyse generieren möchten. Nachdem Sie auf Upload geklickt haben, werden Sie, sobald das Ergebnis fertig berechnet ist, auf die Results-Seite umgeleitet werden. Hier befinden wir uns in den Results im Tab Analysis. Im Menü links können wir einzelne Study-Events und zugehörige Forms aussuchen, um sie näher anzusehen. Im Bereich rechts sehen wir die Item-Groups und unterhalb der Item-Groups, wenn wir diese ausklappen, die einzelnen Items angezeigt. Wir sehen jeweils den Datentyp und wir sehen einfache deskriptive Statistiken, wie zum Beispiel Minima, Maxima, Average, Median und die Standardabweichung. Wenn wir auf das Diagrammsymbol klicken, bekommen wir ein automatisch generiertes Diagramm passend zum Item angezeigt. Nach einem erneuten Klick wird dieses wieder eingeklappt. Im Tab Completeness sehen wir, wie komplett ausgefüllt diese Datei ist, ob zum Beispiel zu jedem Patient wirklich auch alle Formulare bzw. Items ausgefüllt sind. Hier können wir auch leicht entscheiden, ob sich die eingegebenen Daten überhaupt für eine konkrete Analyse eignen. Im Tab Export befindet sich eine generierte PDF-Datei. Diese können wir auch herunterladen. Hier sind noch einmal alle Daten als Report aufgeführt. Wir sehen auch hier zu jedem Item die deskriptive Statistik und das automatisch generierte Diagramm. Unter dem Tab Invalid Values befinden sich falsch ausgefüllte Formulare bzw. Items. Also Items, die wie beispielsweise hier im ersten Formular nicht dem Datentyp entsprechen. Hier ist ein Item, was eigentlich ein Float sein sollte, also eine Gleitkommazahl, mit dem Wert Birne belegt worden. Wir können uns diese Tabelle als CSV-Datei herunterladen, um anschließend die ODM-Datei mithilfe der Tabelle zu reparieren. Wenn die Analyse fertig abgeschlossen ist, können wir oben durch einen Klick auf das Feld Upload zurück auf die Startseite kommen, um dann mit der Analyse der nächsten Datei zu beginnen. Oben rechts im Bereich About befindet sich eine ausführliche Hilfe. Und unten auf der Seite finden Sie den Link zu unserem Impressum. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns bei Fragen oder weiteren Anregungen kontaktieren würden. Sollten Sie Dateien bei sich auf dem Rechner analysieren wollen, bieten wir ein Docker-Image zum Download an. Dieses können Sie dann lokal ausführen, so verlassen die Patientendaten Ihren Rechner nicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.